Wir sind in einer Lage, wo wir nicht mehr nachdenken. Bis zum Abend arbeiten wir und am Abend schalten wir den Fernseher an. Die Gesellschaft wurde in diese Lage gebracht. Sie denkt nicht mehr nach. Wohin also geht die Menschheit hin? Sie denkt darüber nicht nach. Warum wurde ich erschaffen? Was muss ich tun? Wie muss ich leben? Wirst du denn am Ende sowieso nicht sterben? Sei ein König oder ein Müllmann, wirst du denn nicht am Ende sterben? Sie haben die Menschen dazu gebracht, dass sie nicht mehr an den Tod denken. Sie beschäftigen sich und die Menschen mit sinnlosen Sachen. Sie betäuben die Menschen, damit sie diese am Ende ausbeuten können. Sie beschäftigen die Menschen nur noch, damit diese nicht mehr nachdenken, als ob sie für immer auf dieser Welt bleiben wollen. Siehst du denn nicht, dass Allah die Nacht in den Tag eindringen und den Tag in die Nacht eindringen lässt und die Sonne und den Mond dienstbar gemacht haben? Ein jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu. Laut den Wissenschaftlern bewegt sich die Milchstraße, in welcher wir uns befinden, zum Vega-Stern zu. Wir bewegen uns mit einer Geschwindigkeit von 700.000 Kilometern pro Stunde auf den Vega-Stern zu. Mit so einer angsteinflößenden Geschwindigkeit schreiten wir voran, jedoch haben wir es seit Millionen von Jahren nicht erreicht. Man geht davon aus, dass das Universum seit etwa 15 Milliarden Jahren existiert. Das heißt, wir schreiten seit Milliarden Jahren vor, aber haben es immer noch nicht erreicht. Was für eine gewaltige Strecke. Man schreitet seit Milliarden Jahren mit 700.000 Kilometern pro Stunde vor, aber dennoch ist man nicht am Ziel. Es gibt noch Erstaunlicheres. Es gibt Planeten, deren Lichtstrahlen, die mit 300.000 Kilometer pro Sekunde schreiten, uns immer noch nicht erreicht haben. Da sind 700.000 Kilometer pro Stunde nichts gegen. Immer noch haben die Lichtstrahlen uns nicht erreicht. Die Strecke ist so gewaltig und das Universum ist so groß. Warum hat Allah der Erhabene so groß erschaffen? So ein großes Universum. Damit wir einen genauso großen Iman bekommen. Damit wir mit einem großen Iman glauben. Damit, wenn wir das Universum betrachten, unsere Herzen mit dem Iman gefüllt werden. Damit wir sagen können, wie groß und mächtig du bist, ya Rab. Allahumma laka alhamd, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Damit wir zu solch einem Iman gelangen sollen. Deshalb hat Allah es so groß erschaffen.